So, moin moin und willkommen zurück. Hallo. Hier selbe Stelle, neue Welle in unserem Together, das Projekt. Ihr wolltet das ja gerne haben, dass wir das nochmal versuchen und wir versuchen das noch einfach mal. Chaka. So, wir haben ein paar Sachen haben wir rausbekommen und zwar diese Seiten, die hier gar nicht liegen. Haben scheinbar eine tragende Rolle in dem Game und irgendwie müssen wir es schaffen, in den Keller zu kommen. F war das, ne? Genau. Wir müssen irgendwie in den Keller gelangen. Was war das? Scheiße. Da ist einer umgefallen. Und der Tresor ist irgendwie, hat irgendwie eine tragende Rolle. WTF. Gott, ey. Ist hier jetzt irgendwo... Nur ein bisschen Dallo-Musik hier. Hier ist auch keine Seite. Er wollte doch das Auto retten. Ja, kann man aber nicht. Kann man aber nicht. Der will uns verarschen. Hier ist ein Werkzeugkoffer. Kann man auch nicht. Nee. Nö. Da kannst du nichts machen. Hier ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Seite oder sowas. Also diese Seiten. Und was haben wir noch gesagt? Was haben wir uns noch aufgeschrieben? 3 Tage hat man irgendwie nur Zeit. Da ist auch eine Seite. July 4th, 1984. I hear the fireworks outside. As the people likely stare and wonder, I loathe them. Loud, bright and pointless. Is my anger a product more of Marcus, or do I truly feel this way? He's been gone for a whole year today. I miss him so much. July 6, 1984. I must be imagining things. I was awoken by Marcus's voice today. I must be going insane. Cabin fever, perhaps? I haven't left my home since his passing. His brother, Jeremy, is my only contact to the outside world. July 9th, 1984. Jeremy has been acting different around me, the way he looks at me, like how Marcus looked at me. I must confess I look at him similarly. I'm falling in love. July 28th, 1984. This time I know Marcus is watching me. I was in bed with Jeremy and I got a huge chill down my spine. All the pictures of him I have shattered. Glass was everywhere. I fear for my life. Man. Grim Stuff. Ja, Grim Stuff. Ja, korrekter Scheiß hier. So, also in den Keller sollen wir. Und das geht hier irgendwie und der Schlüssel, der ist irgendwie ADF. Das ist er hier, er hat hier eine Platte. Alles gut, aber mir gehen auch schon wieder die Haare hoch. So, was haben wir hier? Die alte Küche. Die Kitchen. Ich finde das auch immer geil mit dem Licht. Also wenn hier nochmal so ein grünes Licht ist, ne? Ich werde nicht mehr auf das Licht zugehen. Nur besser ist. Nicht noch einmal. Ja. Und das Handy kann auch irgendwie klingeln. Haben wir jetzt noch in Erfahrung gebracht. Und hier haben wir... Nee, hier ist noch eine Seite. Oh, da muss aber schnell lesen, ne? September 11th, 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13th, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October 2nd, 1984. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I'm numb. The baby stopped breathing as I held it in my arms. As I cried, my baby stared me in the eyes, only to have those eyes of his roll back into his head. Great. Only the battery's low. Well, my suicide. I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. My husband's spirit is torturing me. October 13th, 1984. Let me die, please, Marcus. Let me die. Holy shit. The house is haunted. Tja, was gibt's dazu jetzt noch zu sagen? Außer, dass wir schon pennen müssen. Ja. Gehen sollen, tun müssen. Und ich wette, der nächste Tag und die Nacht, das wird nicht Lust. Oh, ja, jetzt klingelt das Handy. Geh einfach schlafen. Aber dann war wohl letztes Mal das Baby... Oh, nein, geh ins Bett. Alter, hier war doch das letzte Mal das Bild. Oh. Kein Bild. Das ist bestimmt irgendwo anders. Aber warum ist das jetzt woanders? Gott, das macht doch keinen Sinn. Fakt. Ja, lass das Handy klicken. Boah, jetzt ist das Bett da, das Bild da. Mhm.
Egal, lassen wir die Tür auf und ab ins Bett. Abi, Hobby, Betty. Oh. Gerade noch geschafft. Ja, genau. Das ist der Vibrationsalarm vom iPhone, was da klingelt. Ja, hast du den Schulwert nicht gesehen? Doch. Achso. Deswegen sage ich ja, das ist der Vibrationsalarm vom iPhone. Ach so. Alle wach? Da musst du diese Werbung von diesem Coffee da einspielen. Weil genau. An die habe ich nämlich eben gerade auch voll gedacht. Kaffi, so wach warst du noch nie. Hallo? Ach hier, warte mal. Man konnte doch irgendwie... Fisch klauen. Gib her den Fisch. So, und ich habe irgendwie mitbekommen... Ach hier, der... Ja, mach die Tür zu. Was soll Danke. Das? Oh Gott, Alter. Oh, nicht schon wieder. Leck mich am Arsch. Das war wohl das Baby, was er irgendwie umgebracht hat, was gerade... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese eine Szene muss irgendwie kommen, damit man irgendwie hier sich diese Zahlen irgendwie, dass man die rauskriegt. Wo man sich so doll erschreckt und die Tür richtig doll zuknallt und überall Blut irgendwie überall rauskommt. Gott. Scheiße. Ja, passiert nicht. Nö. Da ist eine Seite, oder? Wo? Da? Ah, hier. August 11th, 1984. I'm not alone in this house. I can feel Marcus watching. He knows about Jeremy. He knows about the baby. I'd never been a religious woman, but I need Christ right now more than ever. August 23rd, 1984. I woke up this morning only to find Jeremy dead in the bathtub. The water was red with blood. Marcus did this. He killed his own brother. My only reason for living is the baby within my womb. September 2nd, 1984. The lights keep flickering. The banging noises won't let up. The doors keep slamming. Marcus is angry. September 7th, 1984. I wish he would kill me already. Kill the baby. I don't even care. Just stop the pain. I hate him. I hate you, Marcus. I hate you. What the hell was going on in here? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist irgendwie der Markus ist der Mann, den sie ja irgendwie vermutet, dass der hier noch immer am Rumabspuken ist. Und Jeremy ist wohl der neue Freund von ihr. Ja, Markus hat irgendwie das Kind umgebracht. Aber jetzt ist das Vija. Nein. Das haben sie bestimmt. Ist kein. Ja, war klar. Das ist kein Vija, das ist ein Wii-Ja. Wii-Ja. Mir doch Französisch egal. Für Ja und Deutsch für Ja. Oh, hier ist ja gar keiner. Stand ich beim letzten Mal. Du, das ist, glaube ich, immer was anderes. Ja, wie immer. Muss da nichts irgendwie von der Decke fällt oder ist er... Hi. Ja, da kommt auch wieder Dichter. Hi. Gott! Da kommt immer Dichter, was Alter, wie dicht denn noch? Dichter geht's nicht mehr. Oh, es geht auch Dichter! Gleich steht er... Jetzt ist er weg. Oh Gott. Ich will hier nochmal ins Badezimmer. Weil irgendwie... Ich habe gelesen, dass man diese Zahlen braucht. Weil ich habe mich in der letzten Woche, habe ich mich halt ein bisschen darum... Ja, blablabla. Ich habe mich da ein bisschen drum gekümmert und habe ein bisschen nachgelesen. Mit Absicht keine anderen Let's Plays oder sonstiges. Ich weiß jetzt auch, dass ein großer Let's Player dieses Spiel schon einmal Let's Played hat. Aber ich habe mir nichts anderes angeguckt. Hier, der King lebt. Ja. Der sieht sehr lebendig aus. Ah, das Handy ist noch am Klingeln. Da stehen die drei Chaoten da. Selbstverständlich. Ja. Oh Mann. Eigentlich müsste doch hier oben gleich einer stehen. Eigentlich. Leave. Beim letzten Mal stand das Star. Hi. Jetzt soll ich verlassen. Beim letzten Mal sollte ich nur aufhören. Ja. Wir kommen gar nicht raus. Aber wir kommen gar nicht raus. Da steht so ein Kleiner vor. Ein Kleiner. Arzt. Was ist das denn? Boah. Hat er dich umgeschmissen? Irgendwer oder irgendwas hat mich umgeworfen. Was passiert, wenn man jetzt versucht, in den Keller zu gehen? Nichts. Ja, ich komme doch schon. Alter, das schaffe ich nicht mehr mit dem Handy.
Das wird eng. Ich klicke das einfach an und dann laufe ich einfach weg. Genau. Da versteht man eh nichts. Mutti? Hallo, Mutti. Oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, was das war. Oh, das wird wieder eng mit der Kamera, ne? Oh, Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Der kann immer nur so ganz kurz sprinten. Der kann immer nur so ganz kurz sprinten, wollte ich sagen. Lauf, lauf, lauf. Ja, ich lauf doch schon. Weiß. Ach, hier, der Trick wieder. Ja. Der Leuchtetrick. Dieser komische Hund liegt da schon wieder. Der gehört da wohl rein. Was ist das denn eigentlich für der Qualm da ist? Der Rauch. Der hält ganz seine Sachen. Going sleep will trigger a new day with a new hauntings. Nee, with new hauntings. Hauntings, hauntings, wie auch immer. Also mit neuem Geisterkram. Ein neuer Tag, ein neues Geist. Neuer Geist. Neues Geist. No. So, was passiert jetzt? Was ist das? WTF! So, was haben wir hier? 1, 3, 5. Ich war erschrocken, ey. Hier, und Häuptling Blutfuß ist auch wieder ins Badezimmer gelaufen, mit reingekommen. Achso, ist noch zu. Warte mal. Hä? Ja, hat mal kurz ein anderes Bild aufgehangen. Ja. Und jetzt müssen wir meines Wissens nach in den Keller. In den... Hua. Ja, das steht ja wieder vor. Jetzt kommt das wieder. Ja. Weg. Ich krieg dich. Oder auch nicht. Der hält ja noch weniger aus als die Slender-Tussi. Ist aufgestanden. Boah, WTF! Ja. Das ist doch... Blair Witch Project? Oder? Ja, das müsste von Blair Witch sein. Jetzt. Ja, Alter. Sag mal. Wenn meine Möbel so etwas tun, dann. Kannst du nur die Kugel ziehe ich gehen. Aus. Dann kannst du alleine hier bleiben. So. Nein. Was hat das jetzt hier mit dem. Kann sie gut eingehen? Was waren das? Eins, drei, fünf. Auf ist er. Schlüssel. Das ist Schlüssel. Ich kann ihn. This must be the key to the basement. Nimm ihn doch mit. Ja, hat er. Hat er gemacht, hat er gut gemacht. The key of the basement. Oh, hallo? Oh, Alter. Jesus liebt einen. Boah. Oh, nein, ist die andere? Alter, und jetzt in den Keller. Ah, Mann! Aber im Schnellverfahren in den... Wir sterben Selbigen. Doch gleich hier. Das sind nur drei Balken. Was denn hier los, ey? Alter. Die Hexe von Blair lässt grüßen. Ja. Hier war doch eben noch... Das war eben Gott. Hier war doch eben noch zu. Die schon wieder. Aber ich habe keine Energie mehr. Boah. Ah, was ist da los? Was soll denn das? Lecker. Schon wieder eine Seite. December 21st, 1984. I've been returning to that room in the basement every day since the deaths. It makes me feel better, more at peace. December 23rd, 1984. The woman from the hidden room has been following me ever since I saw her. The presence I've been feeling isn't Marcus, it never was. She kills everyone I love. Why? What have I done, God?
December 25th, 1984. Christmas is just another reminder that Jesus doesn't give a damn about protecting me. Satan's whore killed everyone I love, and now she stalks me, follows me, haunts me. January 11th, 1985. I have the urge to kill. Is my mind being tainted? Is my very soul being perverted and contorted by this evil place? Why did I ever set foot in that room? Is this why Marcus acted so strangely before he died? Is the same thing happening to me? January 15th, 1985. If anybody reads this, I apologize for anything I've done. Destroy the house, gas leak, utility closet, basement. Stop this evil. Also, wenn ich das richtig verstanden hab, shit, sollen wir das Üble töten? Ich meine, das hier sieht auch mal nice. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ey, was denn? Mann, ich hab doch gar nichts gemacht. Die war's. Ja. Geh weg, geh weg. Wie sollen wir das töten, wenn wir uns nicht bewegen können? Geh weg. Hallo, weg da. Geh doch weg. Westliches Vieh. Wir haben sie besiegt nach einem komischen Kampf. Krassen Kampf. Ja. Okay, Basement, Gas Leak. Gas Leak. Ja. Hier. Gas Leak. Und dann, hier. Und, wow. Und weg. Found in the basement of the home. The nature of the fire appears to be gas-related and purely accidental, though the matter will be investigated thoroughly by our department. The deceased has been identified as Mattel Clark. Tja, damit sind wir wohl scheinbar nach der zweiten Aufnahme schon durch mit dem. Always a tragedy when something like that happens. On a brighter note, the weather on the coast is set to keep the sun shining. Which means this weekend will be the perfect weekend to go to the beach. And now here's Jim Hardy with sports. Ja. Das war's. Das ist halt dieses One-Man-Project von Matt Cohen. Da sieht man es an der Seite. Matt Cohen, überall. Fast überall. Das 3D-Modell wurde von jemand anders gemacht. Concept Art. Menus UI, da hat er sich ein bisschen Hilfe geholt. Sound Design. Ja. Gut, ist er nicht alleine gewesen. Ja, wenn euch das gefallen hat, was ich mal hoffe, dann liked das Ganze doch mal ein bisschen. So, was haben wir hier? Nochmal die Markus. Ich denke, Markus hat da gar nicht mitgespielt. Komisch. DJ Poltergeist. DJ Poltergeist ist geil. Was ist denn DJ Poltergeist? Okay, DJ Poltergeist. Na denn. Ja, Musik, Soundtrack, Aaron Wild, Music, Radio, Josh Woodward. Achso, das Radio, Aber wer ist denn DJ Poltergeist? Weiß ich nicht. Wer soll denn damit gemeint sein? Ja, more special thanks zu, ne, hier Epic Games. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Sura. Inspiriert von Paranormal Activity, yeah. The Blair Witch Project, das war klar. Grave Encounters, kenne ich nicht. Poltergeist, war auch klar. The Exorcist, wüsste ich nicht an welcher Stelle. Aber The Grudge hat man eben am Ende gehört. REC, ganz klar, oder REC, ganz klar. Paranormal Entity kenne ich auch nicht. Cloverfield, auch wieder mit dem hier, ne, mit der Kamera. The X-Files, wüsste ich auch nicht wo. Den nächsten, Quarantäne im Prinzip, kenne ich auch nicht. Casper the Friendly Ghost. I don't know. Okay. Kenne ich nicht.
Nightmare House 2, Amnesia Dark Descent, Penumbra 4, Silent Hill und Alan Wake. War klar, dass da einige Sachen mitgespielt haben. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein anderes Horrorgame von uns sehen wollt. Das hier war ja nun leider sehr, sehr schnell vorbei. Zweite Aufnahme gleich vorbei, das Spiel. Damit habe ich nicht gerechnet. Denn wir haben nur ein bisschen was gelesen, oder ich habe nur ein bisschen was gelesen, wie es funktioniert. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Wissen so weit reicht, dass man tatsächlich sich nur den Schlüssel holen muss und in den Keller muss. Tja, könnt ihr mal was zu schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir noch ein anderes Projekt einfach so. Wenn ihr keine weiteren Vorschläge habt, weil ich habe da noch was im Hinterkopf, was wir vielleicht nochmal zusammen machen, auch ein längeres Projekt. Wollen wir mal gucken. Ich sag schon mal, bis dahin, haut da rein und tschüss. Tschüss.